Das bin ich. Hallo, mein Name ist Martin Meisner, ich bin 31 Jahre alt, bin in Leipzig geboren und aufgewachsen, wohne seit 98 in Stötteritz und seit vielen Jahren in Reutnitz jetzt. Also ich bin doch sehr im Leipziger Südosten verwurzelt. Ich habe mich intensiv mit dem Viertel und der Entwicklung des Viertels beschäftigt. Vor allen Dingen, weil ich Betreiber des Lokalblogs Dunkeldreckig Reutnitz bin und habe damit eine sehr hohe Reichweite und Bekanntheit im Viertel und darüber hinaus erreicht, die ich auch gerne im Wahlkampf einsetze. Diese Beschäftigung mit dem Viertel hat auch dafür gesorgt, dass ich seit 2014 mit Stefanie im Stadtbezirksbeirat Südost sitze, mich da intensiv mit der Entwicklung im Viertel und mit der Lokalpolitik beschäftigt habe und auch immer wieder frustriert feststellen musste, wie begrenzt die Möglichkeiten im Stadtbezirksbeirat sind und hoffe einfach, da mehr Gestaltungsmöglichkeiten im Stadtrat zu erreichen. Man bringt mich, wenn man mich kennt, jetzt mit vielem in Zusammenhang, aber wahrscheinlich weniger mit alten Menschen und Lebensgestaltung im Alter, aber ich arbeite in einer kleinen Rollstuhlproduktion und bin deswegen sehr viel auch mit diesem Bereich beschäftigt und war jetzt die letzten Tage auf einer Tour mit dem Sozialministerium durch die Provinz Sachsens, also von Wernesgrün bis Weißwasser. Und was ich da gesehen habe, schrumpfende Orte, die sehr weit abgeschlagen sind, haben mich wieder dazu zu der Einsicht gebracht. Also ich, jemand, der in Leipzig aufgewachsen ist und nie großartig rausgekommen ist, ist mir wieder bewusst geworden, was für eine Insel der Glückseligen wir sind, dass das Wachstum der Stadt zwar eine große Anstrengung ist, aber immer noch besser als eine schrumpfende Stadt. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam mit einer starken grünen Stimme dafür sorgen, dass wir das Wachstum der Stadt weiter gestalten, sodass Leipzig lebenswert bleibt, nein, sogar noch lebenswerter wird und das für alle. Vielen Dank.